Salomon hat sich mittlerweile auch mit Straßenlaufschuhen einen sehr guten Namen gemacht und das Modell hier wollen wir besonders hervorheben, denn es ist wirklich ein Schuh von Salomon, der eine Lücke schließt, die vorher leicht bestand und vor allem, wo wir uns im Testteam sehr gefreut haben, dass es dieses Modell gibt. In der Sonic-Serie von Salomon gibt es dieses Jahr 2020 drei neue Modelle. Dies ist eins davon und der Sonic 3 Accelerate heißt dieses Modell. Das ist der leichteste und auch der, ja, wie wir Testläufer gerne sagen, der schnellste Schuh aus der Sonic-Reihe. Man sieht es schon an dem Schuhaufbau. Die Mittelsohle ist eher flach gehalten und das Obermaterial ist aus einem sehr leichten, luftigen Mesh-Material, was in einem Stück gearbeitet ist. Also der Schuh sieht auch schon im Stand relativ schnell aus. Was uns sehr gut gefallen hat, ist, die Sohle ist zwar gerippt, die ist dünner geworden, es ist weniger Material verbaut worden. Trotzdem bietet die einen relativ ordentlichen Dämpfungskomfort für schnellere Laufeinheiten, durchaus genug und sehr angenehm zu laufen, auch auf festem Untergrund. Und dann dieser Mittelsohlenschaum, Salomon nennt ihn Opti-Vibe, das ist dieses hier leicht farblich angedeutete Material. Dämpft tatsächlich sehr effektiv den Aufprallschock, wenn man mit dem Fuß aufkommt auf dem Asphalt. Und wie Salomons Biomechaniker Simon Barthold sagt, es dämpft vor allen Dingen auch die Vibrationen, die dazu ursächlich sind, dass man Verletzungen herbeiführt, gerade am Bänderapparat, Achillessehne oder bis ins Knie herauf. Sehr gut gefallen hat uns der Sitz des Schuhs. Der Schuh sitzt wirklich schön schlank am Fuß, also genau das, was man für schnellere Läufe braucht. Diese flachen Schnürsenkel halten gerade im Mittelfußbereich den Fuß sehr gut im Schuh. Und der Schuh ist übrigens auch eine Empfehlung für Läufer mit schmaleren Füßen. Die Fersenauskleidung hier ist sehr gut gepolstert und sorgt dafür, dass die Ferse sehr gut im Schuh drin sitzen bleibt, auch wenn man den Schuh nicht zu fest geschnürt hat. Umgekehrt ist der Schuh keine Empfehlung für Läufer mit breiteren Füßen, dann wird er gerade vorne hier im Zehenboxbereich zu eng und dann stößt man mit den Zehen an. Ansonsten, wie gesagt, wir können den Schuh sehr gut empfehlen für schnellere Laufeinheiten auf Asphalt, geraden Strecken und da macht er sehr viel Spaß. Übrigens auch mit dieser Außensohle, die erstens sehr flexibel ist, zweitens aber auch wirklich einen guten Grip bietet und auf Asphalten sehr gutes Lauffeeling bedeutet. Also Sonic 3 Accelerate. Eine tolle Neuerung im Salomon-Angebot von Laufschuhen.